So, ich schätze mal, das ist ganz runter diesmal. Ja, ich schätze, das ist hier ganz runter. Das müsste also hier unten irgendwo sein, wie es aussieht. Okay, hier gibt es ein Dokument. Ach du Scheiße, wo ist denn das jetzt hin? Mich interessiert das Dokument jetzt überhaupt nicht. Ich will jetzt wissen, wo das hin ist. Mann ey. Scheiße. Das ist mehr als Scheiße. Die Frage ist, wie weit ist denn das jetzt runter hier? Und die andere Frage ist, wo? Boah, okay, das Game ist wirklich heftig hier. Also jetzt nicht mehr schockermäßig, sondern hier. Wo finde ich denn das? Wenn das runtergefallen ist. Rein konnte ich ja nicht in diesen Schacht, obwohl eigentlich rein theoretisch Platz wäre. Vielleicht war ich auch einfach nur zu blöd. Ah, hier. Ah. Den Schlüssel für den zweiten Stock aufgenommen. Okay. Ich frage mich echt, woher dieses ganze Zeug, was ich hier Tag für Tag aus meiner Nase rausrotze, überhaupt herkommt. Also das ist wirklich sowas von viel. Brutal. Ich habe jetzt irgendwie einen Stein gehört. Wow, 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 scheiße. Sag nicht, dass die jetzt irgendwie hier mir hinterher... Ah! Oh, fuck, 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 fuck. Oh, shit, shit, shit. Nee, hier geht's nicht durch, hier geht's nicht durch. Nein, haut mich jetzt, haut mich jetzt. Ja, ja, haut mich nur gerne mal. Einmal darfst du hauen, du Schwein. Einmal darfst du hauen. Okay, scheiße, wie komme ich denn da jetzt nach oben? Warte mal, für den zweiten Stock, das muss doch dort gewesen sein, wo es hochging. Oh, shit, hier geht's auch hoch. Schön, 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 lauf einfach, ich lauf einfach. Oh, shit, hier geht's. Oh, nee, 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 scheiße. Scheiße, ja, ja, komm rauf, dann kann ich hier wieder runter. Okay, sehr schön, und weiter geht's. Ah, hab dich ausgetrickst. Oh Mann, scheiße, wohin denn, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, zum Teufel, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt komplett verlaufen. Also ich habe jetzt mittlerweile wirklich gar keinen Plan, wo ich mehr bin. Ich habe null Ahnung mehr. Jetzt bin ich schon wieder da. Ah, scheiße, scheiße. Bin ich schon wieder hier? Wie bin ich jetzt schon wieder hergekommen? Kann ich da rein? Nein, nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Scheiße, haut mich jetzt wieder. Ja, dann hau mich halt wieder, du Schwein. Du Drecksau, du Schirch. Aber hier geht's weiter. Okay, okay. Und spring! Nein! Fuck, 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 schnell! Nein, lass ihn nicht hauen, lass ihn nicht hauen. Ich darf jetzt nicht im Fail bauen. Wenn ich jetzt einen Fail baue und er schlagt mich, dann bin ich tot. Ah, scheiße. Okay, mach keine Fails mehr. Okay, okay, komm schon, wir packen das. Und jetzt spring. Jawohl. Okay, jetzt kannst du mich nicht mehr verfolgen, du Arschloch. Boah, Mann, ey. Boah. Holy shit, ey. Wie brutal ist denn das hier? Das ist mehr als brutal. So, und jetzt hier wieder. Oh. Jawohl. Machst du schon. Follow the blood! Folge der Blutspur. Na toll, als ob ich nichts Besseres zu tun hätte. Als hier irgendein Blut zu Spur. Als hier irgendeine Blutspur zu folgen. Ich meine. Aha. Kann das sein, dass es hier weitergeht? Ja, oder? Oh, hallo, da ist unten jemand einer. Du siehst mich nicht, ne? Oh. Ich glaube, der will da hinein. Ich will darüber. Scheiße. Du tust mir nichts, oder? Oh, doch, du tust mir was. Fuck, wie komme ich denn da jetzt wieder hinauf? Halt. Halt. Shit, shit, shit. Komme ich da jetzt wieder hinauf? Nee, jetzt bin ich... Nee, scheiße. Verpiss dich! Nee, jetzt bin ich hier aber nicht wieder ganz am Anfang, oder? Ich hätte da hinauf müssen. Shit, jetzt... Mann, jetzt bin ich... Jetzt muss ich hier wieder den ganzen Weg zurückrennen. Ah, oh, ich bin ja so intelligent. Ich bin so gut. Weil ich mich versprungen habe. So, hier wieder nach oben. Mit dem Springen ist schon ein bisschen beschissen hier, wie man sieht. Und jetzt. Yes. Follow the blood. Jetzt sind wir wieder da. Okay, das war jetzt also doch nicht mal so weit. Das war doch nicht mal so weit. Was haben wir denn hier? Batterien. Jawohl. Her damit. Na schön. Dann müssen wir halt da wieder versuchen, rüberzukommen. Das war jetzt nämlich ein bisschen sehr blöd von mir. Oh, ich sehe nichts mehr. So. Batterie. Die will natürlich ganz gerne mit. Batterien sind hier immer willkommen. Okay, jetzt muss ich aber schauen, dass ich da irgendwie... Jo, jetzt geht rüber da.
Okay, jetzt muss ich gucken, dass ich das irgendwie schaffe hier. Alter, heb dich doch verdammt nochmal fest, oder muss ich da vielleicht noch auf die Sprint-Taste drücken oder so? Ich weiß es nicht. Aber da kommt er nicht rüber. Mann, hör auf zu schlagen, Mann. Scheiße, jetzt muss ich hier... Und einmal, jawohl. Ich komme da nicht rüber, verdammte Scheiße. Bin ich zu blöd dafür oder ist es einfach nur Scheiße gemacht? Ich komme da nicht rüber. Da ist immer so ein Psycho, der mir auf die Fresse haut. Ich meine, was soll der Scheiß? Ich werde das wohl schaffen können hier. Ja, endlich! Jetzt haltet dich fest, du Penner. Davor konntest du es nicht und ich habe es aber genau gemacht wie davor. Also, dass ich jetzt auf Shift gedrückt habe. Vielleicht war das. Oh! Scheiße. Scheiße. Oh, 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 was ist das? Was ist das? Okay, das ist nur ein Geist. Ich habe gedacht, wieder irgendwas Fettes, das mich verfolgen will. Holy shit, ey. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Kurz Pause, Leute, kurz chillen, weil meine Nase rinnt ohne Pause. Aber dafür muss ich eine Pause machen. Oh, sorry, dass ihr das hier... Dass ihr das irgendwie mit... gucken musst und dass ihr das irgendwie ja auch hört, aber scheiß drauf. Ich denke, das ist nicht so schlimm. Ja, es ist menschlich. Ich finde es halt ein bisschen nerviger, ganz ehrlich. Dass ich mich hier dauernd schneuzen muss. Wo geht's denn hier weiter eigentlich? Wartet mal, ich bin hier nämlich runtergefallen. Und wo geht's hier weiter? Ich sehe hier nämlich nirgends irgendwie eine Tür oder so. Da ist eine Tür. Wo die... Oh, die lässt sich sicherlich nicht öffnen. Tja. Ich glaube, da hoch komme ich nicht mehr. Oh, wartet mal, ich glaube, da komme ich hoch. Jawohl. Wartet mal. Hier auf die Betten rauf. Yes. Oh, shit. Wieder mal zu weit gesprungen. Komm, also das Springen hier ist wirklich ein bisschen scheiße gemacht, muss ich sagen. Oder ich bin einfach zu blöd, ich weiß es nicht. Okay, wo bin ich denn eigentlich hier in den Boden gefallen? Da bin ich in den Boden gefallen. Okay, ich schätze mal, dass es aber hier durch diese Tür weitergeht. Ja. Ah, okay, wir hätten jetzt eigentlich Zeit, das eine Dokument zu lesen, das ich davor gefunden habe. Ah, jetzt habe ich auf Tab gedrückt und dann hängt das Spiel. Na, super. Okay, so, Dokumente. Auszug aus Projekt irgendwas, Projekt Paperclip. Joint Intelligence. Okay. Gesetz zur Offenlegung von Kriegsverbrechen. Ah, Projekt Paperclip bietet die Möglichkeit, Spezialisten aus dem Ausland für spezielle technische Aufgaben innerhalb der Army, Navy und Air Force heranzuziehen. Projekt 63 ist in erster Linie ein Verhinderungsprogramm mit großem Nutzen. Ziel dieses Programms ist, bestimmte herausragende deutsche und österreichische Spezialisten in den Vereinigten Staaten zu beschäftigen und dadurch zu verhindern, dass sie für potenzielle Gegner arbeiten. Ja, die Österreicher sind sowieso die Besten. Ja, das ist normal. So. Gut, haben wir das auch mal durchgelesen hier. Okay, hier ist es mal wieder arschdunkel. Das ist normal. Oh, hier haben wir wieder ein Dokument. Ja, dann lesen wir das auch gleich mal durch hier, wenn wir schon wieder mal eins haben, oder? So, was hast du? Hast mir einen Rosengarten versprochen. Oh Mann, das ist also jetzt ein bisschen was Längeres. Auszug aus einem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik 1952 bis 1964. Ja, die war einige Zeit hier. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versaut. Ich habe versucht, Miss Jackson vorsichtig zu fragen. I'm sorry, Miss Jackson. Ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ja, so ist das immer. Ist auch gut so. Ich weiß, dass die Ärzte nur gut mit mir. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen. Und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehme Träume hoffen. Ja, angeblich oder ja, wie es aussieht, schläfst du wohl mittlerweile für immer. Die Miss Jackson? Nee, nicht Miss Jackson, das war jetzt eine andere. Pierce, Miss Pierce, genau. Okay, die Tür geht mal nicht auf. Ich irre hier halt so ein bisschen herum. Oh, scheiße, wieder ein Geist. Holy fuck. Na gut, ich gehe mal dahin, wo du hergekommen bist.
So, hier gibt es wieder eine Batterie. Hier wieder eine Digitalcam. Hier gibt es aber einige Digitalcams. So. Es ist irgendwie komisch ruhig. Okay, hier ist ein Pfeil nach links. Ich schätze mal, da sollte ich nicht durch. Oh, nicht die zwei Nackten. Nee. Die haben mir noch gefehlt. Die zwei nackten Psychos sind wieder da. Oh, shit, wie kann ich hier raus? Scheiße, ich komme hier gar nicht raus. Oh, oh. Scheiße, schnell noch. Schnell. Ja. Fuck. Die zwei nackten Psychos sind wieder da. Holy shit. Wie komme ich hier weg von denen? Oh, nee, scheiße, die teilen sich hier auf. Fuck. Ja, du hast einen riesen Penis und hast mich gerade getötet. Tja. Denen sollte man wohl nicht frontal in die Hände laufen. Ich glaube, das ist nicht wirklich gesund, wie es aussieht. Denen in die Hände zu laufen. Ich glaube, das ist nicht gut. Ich bin tot. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die nochmal daherkommen, die Schweine. Ja, und jetzt starte ich auf einen schwarzen Bildschirm und warte, bis ich wieder am Leben bin. In den einen Raum, wo ich hinein bin. Oh, lalalalalala. Wo zeigt mir das hin? Wo muss ich hin? Scheiße. Das ist ganz und gar nicht gut. Die zwei nackten Psychos verfolgen mich. Das ist nicht schön. Das ist ganz und gar nicht schön. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier kann ich nicht durch. Kann ich nicht weiter. Warte mal, da steht irgendwas. Ah, unter die Betten kann man sich verstecken, aber ich weiß nicht, ob mir das jetzt wirklich hilft. Weil irgendwie kommen die ja gar nicht. Kann ich da hinein? Ja. Muss ich da hinein? Nein, da kann ich her. Muss ich da vielleicht doch... Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oh, oh, shit, da ist einer. Aber guck mal, die verfolgen mich gar nicht oder so. Die sind ganz langsam und gechillt, schaut mal. Aber ich glaube, sie teilen sich auf. Nee. Doch, ja, doch, schon, aber jetzt halt nicht. Ich dachte, der andere kommt von der anderen Seite. Okay, die chillen aber ein bisschen. Die sind echt ganz gechillt drauf, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil die Penisse so schwer sind und so groß. Vielleicht laufen sie deswegen ein bisschen langsamer. Kann ich hier durch? Nö. Die stellen jetzt eigentlich gar keine so große Gefahr da. Aha, okay, hier scheint es weiterzugehen. Da, wo sie auch im Raum drin waren. Ah, jetzt hängt es wieder. Na, super. Ja, diese Ruckler sind wirklich unerklärlich. Ab und zu. Ich verstehe echt nicht, warum. Oh, hier muss ich springen. Schön. Aber, aha, okay, und dann darüber. Gut. Bloß nicht runterfallen. Okay, also ich muss sagen, die zwei Psychos waren jetzt nicht wirklich schlimm oder so. Weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich nicht irgendwie Angst davor, dass sie mich irgendwas verfolgt oder so. Ich habe mehr davon Angst, wenn mich irgendwas anspringt. Und ja, die wollten mich nicht anspringen. Scheiße. Oh oh. Oh nee. Oh oh. Scheiße, die Kamera ist weg. Shit, die Kamera ist weg. Na, scheiße. Muss ich hier aber also doch runter. Oh Mann. Ist runtergefallen. Mein scheiß Camcorder. Und ich sehe nichts. Ah, fuck. Okay, hier sieht man wenigstens ein bisschen was. Das ist schon mal gut. Das passt schon. Oh, hier ist mir wieder gar nichts. Doch, ein bisschen Licht hier. Ein bisschen Licht hat man hier ab und zu. Das ist schön. Jetzt habe ich aber gar keinen Camcorder. Das ist natürlich ein bisschen blöd. In absoluter Dunkelheit sehe ich nichts. Oh. Geht's dahin? Bin ich runter? Ich habe Angst, wenn es runtergeht. Okay. Wow. Okay. Nichts passiert. Alles ist okay. Bin auf der Suche nach meinem Camcorder. Oh! Boah, scheiße.
Oh, Mann. Mann. Hier sind echt gut gesetzte fucking Scheiß-Scares. Ah, Mann. Ist das mein Camcorder? Ist irgendwas? Nö, nee, das ist die Flasche. Was bist denn du für einer? Hallo? Hallo? Okay, schon gut. Oh. Gut, man sieht hier wirklich nicht viel. Ich sehe hier wirklich nur ganz, ganz wenig. Puh, aber die Jumpscares, wie ihr seht, sind einfach nur verdammt fett. Also die Jumpscares sind ein Wahnsinn. Und das ist das, was mir hier am meisten Angst macht.